Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. In der letzten Folge haben wir angefangen, Antiguas Hinterland zu erkunden. Wenn ich ein bisschen mich komisch anhöre, dann könnte das daran liegen, dass ich ein bisschen Bonbons lutschen muss momentan, weil ich kriege Halsschmerzen und ich möchte jetzt nicht krank werden. Das wäre schlecht. Und wir haben hier Eldrid gefunden. Vorher waren hier so ein paar Gargoyles verteilt. Die haben wir schon niedergeknüppelt. Und hier steht Eldrid rum, aber erstmal gucken wir in Eldrids Kiste. Und finden darin Schrott und Krog. Schön. Ja, dann quatschen wir mal mit Eldrid und ich schieb mir das nächste Bonbon in den Hals. Hey Eldrid, was machst du denn hier? Wir? Moment. Das ist doch nicht möglich. Bist du es wirklich? Nee. Ja, ich bin es. Ist schon ein paar Tage her, was? Ich und die Menschen von Faranga haben dir eine Menge zu verdanken. Dank deines Mutes konnten wir den Feuertitanen wieder in seinen Käfig sperren und das Schlimmste verhindern. Was heißt hier, wir konnten das machen? Klar, du hast mir die Rüstung repariert, so. Aber alles andere? Das war ich, nicht du, Kollege. Mag sein, aber was ist am Ende übrig geblieben? Wir sind noch übrig, mein Freund. Und viele andere auch. Bei allen guten Geistern bin ich froh, dich hier zu treffen. Was zum Geier machst du hier eigentlich? Mein Forscherdrang und Sorge um die Menschheit hat mich hierher geführt. Es gibt da ein Wesen von uralter Macht. Es sieht fast so aus, als wolle es die Kontrolle über die ganze Welt an sich reißen. Du redest von Mara. Du weißt davon? Natürlich weißt du es. Sonst wärst du ja nicht hier, nicht wahr? Ich werde sie vernichten. Aha. Du hast dich also ihrer angenommen. Interessant. Mara hat etwas in Gang gesetzt, das niemand mehr aufhalten kann. Sie hat den Sturm und die Heere der Lüfte auf ihre Seite gebracht, mein Freund. Die Auswirkungen ihrer Gräueltaten sind selbst hier auf Antigua zu spüren. Was hat sie getan? Mara hat alle ihre Trümpfe ausgespielt. Selbst die Herren der Lüfte vermochten es nicht, sich von ihren Tentakeln zu befreien. Die Gargoyles wurden zu Boden gezwungen und verrichten nun Maras Werk. Gargoyles, was sind das für Viecher? Wo kommen sie her? In den alten Schriften der Magier ist von einem alten Himmelsvolk die Rede, die einst so mächtig waren wie die Echsenmenschen von Faranga. Ihr Reich war unermesslich und ihre Festungen unerreichbar für die Menschen. Jedoch als das Zeitalter der Zerstörung begann, zogen sie sich in ihre Gewölbe aus Stein zurück, hoch oben in den Gipfeln der höchsten Berge. Viele Jahre hat niemand mehr ihre Zeichen am Himmel zu Gesicht bekommen. Bis heute. Sie haben eine Kultur wie die Echsen auf Faranga? Laut den alten Schriften der Magier soll es so gewesen sein, ja. Schwer vorzustellen, wenn man sieht, was heute aus ihnen geworden ist. Was hat sie aus ihren Löchern getrieben? Gargoyles sind magische Wesen. Sie beziehen ihre Kraft aus den Quellen ihres heiligen Berges. Auf dem Gipfel des Berges steht ein Tempel. Die alten Schriften sprechen von dem Lufttempel. Ein mächtiges Unheil ist dort vorgefallen, dass es die Gargoyles über die Meere treibt. Alles deutet darauf hin, dass Maras Machenschaften dafür verantwortlich sind. Verstehe. Und dieser heilige Berg mit Tempel drauf steht wo? Das ist das große Rätsel. Es heißt, der Lufttempel sei eines Tages einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm,
Nun, etwas seltsam ist es schon. Ich habe noch lange nicht alle Zusammenhänge verstanden. Ich muss diesen Lufttempel finden und mehr darüber in Erfahrung bringen. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Nachdem die Magie von der Inquisition verbannt wurde, haben die Magier ihre Vormachtstellung verloren. Ich als Druide hatte zwar nie viel mit ihnen zu tun, jedoch war es eine Qual zu sehen, wie viele von ihnen ihre Gemeinschaft aufgaben und sich in alle Winde zerstreuten. In dieser Zeit war ich sehr häufig in ihren Bibliotheken und habe meine Forschungen vorangetrieben. Das ist ja schön. Aber was machen wir jetzt? Sollen die Gargoyles die Welt verwüsten, während du deine Forschungen weiterverfolgst? Natürlich nicht. Die Gargoyles müssen bekämpft werden. Jedoch dürfen wir uns nicht blind in die Schlacht stürzen, mein Freund. Je mehr wir über die Situation herausfinden, umso eher wird es uns gelingen, das Übel abzuwenden. Was wollen die Biester hier? Sie kamen hierher, um sich zu vermehren. Sie sind gerade dabei, ihre Eier zu legen. Du musst die Gargoyles vernichten, bevor sie sich weiter ausbreiten. Und ihre Eier gleich mit? Nein, ihre Eier bring zu mir. Wozu? Wir werden sie noch brauchen. Als Verpflegung? Nein, im Ernst, ich wittere da eine große Gelegenheit. Wenn ich meinem Instinkt trauen darf, werden sie uns noch von großem Nutzen sein. Wo haben sie sich noch eingenistet, außer hier auf Antigua? Schwer zu sagen. Ich muss den Lufttempel finden und ihn studieren. Erst dann kann ich dir mehr über ihre Pläne und Angriffsziele sagen. Wie viele Gargoyles haben sich hier versteckt? Es sind 3 Nester, so wie ich das einschätze. 2 sollten auf der anderen Seite des Baches im Norden sein. Ein weiteres vermute ich von hier aus Richtung Süden. Es sind Flugwesen. Sie bevorzugen felsige oder hochgelegene Gebiete. Ach ja, ein Exemplar habe ich bachaufwärts gesehen. Wie viele Eier mögen das sein? Bei der Größe dieses Schwarms würde ich schätzen, dass es nicht mehr als 5 sind. Hoffentlich erwische ich alle Biester, die hier herumkreuchen. Das hoffe ich auch, denn wenn du es nicht schaffst, haben wir hier auf Antigua in ein paar Wochen wieder dasselbe Problem. Es müssen etwa 12 ausgewachsene Exemplare sein, die ich ausmachen konnte. Also, gute Jagd. Na dann. Warum sollst du die Viecher jagen? Warum hilft er nicht mit? Eldrick forscht, wir kämpfen. Das nennt man Arbeitsteilung. Pah, ich nenne das Schweinerei. Ja. Haben wir einfach mal 8 Minuten tot geschwafelt. Und jetzt sehe ich nichts mehr, weil es wirklich, wirklich dunkel geworden ist. Tja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal hier lang. Gott, ich sehe echt gar nichts. Nein, doch nicht Patty. Für die Viecher hier plündern. 1, 2, 3. Guck mal, eine Fackel raus. Bringt doch sonst nichts. Trank des Diebes. Schön. Zum Bums sind wir hier. Gibt es hier zufällig ein Bett? Nee. Sonst gibt es hier aber auch nichts. Thank you.
Gut. Sind wir hier angekommen? Patty macht, was sie will. Mir egal. Max Turm gefunden. Trichterförmiger Lauf. Ich glaube, der ist für eine Schrotflinte. Bitte sag mir, dass du ein Bett hier hast. Was hab ich da gehört? In dem du nicht gerade schläfst. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Mach mal. Ich beklau dich jetzt erstmal. Er sieht irgendwie tot aus. So. Haben wir nicht eigentlich auch irgendein... Nee, okay. Ich dachte, wir hätten vielleicht irgendeinen Ohrring, der Diebeskunst bringt. Aber offenbar nicht. Gut, das Schöne ist, dadurch, dass Max Turm ja ein Dings ist, können wir einfach, obwohl nee, wir gehen einfach zum Schiff, ja. Zacken Patty wieder ein. Gut. Ja, ja. Und dann gehen wir einfach mal eben hier unten pennen. Und dann können wir uns ja wieder zum Turm zurückorten. Wetter sieht okay aus. Zurück zum Turm. Und Mac ist hier oben. Hallo. Ahoi, junger Piratenkapitän. Bist wohl interessiert an den Geschichten eines alten Mannes? Auf Antigua weiß wohl jeder, dass ich Kapitän bin. Das kann ich dir nicht sagen, Junge. Aber der alte Mac weiß es. Von meinem kleinen Turm sehe ich schon von Weitem, wer nach Antigua kommt. Was machst du denn den ganzen Tag hier so alleine? Manchmal helfe ich den Jungs drüben beim Fischen. Aber meist halte ich einfach ein Auge auf die Schiffe, die vorüberfahren. Und ab und zu kommt mal jemand auf einen Plausch vorbei. Wieso gehst du nicht in die Stadt und erzählst dort deine Geschichten? Für mich ist die Stadt mittlerweile etwas zu hektisch geworden. Früher, als ich noch ein junger Pirat war, habe ich viele Abenteuer erlebt. Aber ich bin alt geworden und ein wenig Ruhe tut mir ganz gut. Was für Geschichten hast du auf Lager? Ich könnte dir vieles erzählen. Ich war damals oft im Haus der Kapitäne und war schon in so mancher Crew. Er spricht die Wahrheit. Ich kenne ihn. Er ist jedenfalls kein Aufschneider. Ich kenne auch Geschichten über Abenteurer aus fernen Ländern. Was möchtest du wissen? Wie kann es sein, dass die halbe Welt verwüstet ist, während hier noch alle leben? Ich würde sagen, wir haben bisher Glück gehabt. Aber wenn dieses Seeungeheuer Mara so weitermacht, sind wir wohl auch bald dran. Du kennst Mara? Nein. Ich kenne die Geschichten aus dem Haus der Kapitäne. Außerdem hat sie eines Nachts den ganzen Strand unterhalb meines Turms überflutet. Sei bloß vorsichtig, wenn du da runter gehst, Junge. Dort treiben sich einige Versunkene herum. Kannst du mir was über die anderen Kapitäne erzählen? Die großen Kapitäne unserer Zeit waren 4 an der Zahl. Admiral Alvarez hielt sie mit Hilfe des Kodex zusammen. Wann immer sie eine Kaperfahrt vorbereiteten, die sich als große Herausforderung darstellte, trafen sie sich. Ich habe diese Treffen gehasst. Ich durfte niemals dabei sein. Sie berieten sich am großen Tisch im Haus der Kapitäne und machten gemeinsame Sache. Reden wir über die Kapitäne.
Erzähl mir mehr über Admiral Alvarez. Alvarez war früher selbst einmal ein gefürchteter und berüchtigter Piratenkapitän. Er gründete damals Antigua als Haupthandelssitz der Piraten. Sein Ziel war es seit jeher, das Piratentum in eine glorreiche Zukunft zu führen. Alvarez legt viel Wert auf den Piratenkodex. Und wer dagegen verstößt, hat nicht viel zu lachen. Wenn ich mir Antigua ansehe, scheint er ziemlich stur zu sein. Das mag sein, aber sein Erfolg gibt ihm recht. Ohne den Kodex hätten sich die Kapitäne bestimmt schon gegenseitig ruiniert. Was hältst du von Captain Slane? Er ist noch sehr jung für einen Piratenkapitän. Aber wem sage ich das? Slane hat sein Schicksal Admiral Alvarez zu verdanken. Der Admiral kaperte damals ein Schiff auf hoher See und ließ einen Jungen am Leben. Dieser Junge ist damals durch eine List an das Schiff eines alten Kapitäns gekommen und machte sich einen Namen. Slane war schon immer ein Schlitzohr und macht Alvarez heute das Leben schwer. Sag mir mehr über Captain Crow. Crow war ein ehrgeiziger, aber auch ungebildeter junger Mann. Seine Schwächen schien er jedoch spielend mit Abschreckung auszugleichen. Seine Kaperfahrten führten ihn meist in die nördlichen Gewässer und verärgerten die Inquisition. Ich denke, wer bei ihm mitsegelte, der hatte es nicht immer leicht. Ich habe Captain Crow getötet. Man munkelt, er sei verrückt geworden. Naja, er hat versucht, einen Erdtitan zu beschwören. Und du hast das verhindert? Ich hatte Unterstützung. Beeindruckend. Du scheust offensichtlich kein Abenteuer. Ja, sowas habe ich schon öfter gehört. Hast du noch was für mich, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir noch einiges erzählen. Über Mara, Captain Garcia oder auch Captain Stahlbart. Aber ich bin vom Erzählen müde und hungrig geworden. Du könntest mir einen Gefallen tun, um das zu ändern. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Du hast nicht danach gefragt. Gut, was soll ich für dich tun? Der Lagermeister Rick wollte mir ein Päckchen bringen und hat es wohl vergessen. Er ist ein guter Junge, aber ein wenig schusselig. Geh zu ihm und hol das Päckchen. Ich werde inzwischen ein wenig ausruhen und meine alten Knochen schonen. Na schön, ich hoffe, deine Geschichten sind es wert. Ja, wir werden sehen. Erstmal hauen wir jetzt hier ab. Gibt ja noch ein bisschen mehr Insel zu erkunden. Viel ist es jetzt eigentlich tatsächlich nicht mehr. Und jetzt, wo es auch endlich mal wieder hell ist, sieht man auch wenigstens was. Ja, das hier ist ja nur die Rückseite von da, wo... Also hier haben wir Gargoyles besiegt. Und hier vorne ist dann Eldrick. Und dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Und es finden Krallen, Affen, toll. Ich bin bei dir. Toll. Hier sind auf jeden Fall so einige Gegner begraben, wie man sieht. Oh. Hauptsächlich sind es Versunkene, die hier rumhängen. Aber natürlich dürfen auch die dämlichen Sandteufel nicht fehlen. Stahlbart an.
So, hier waren wir ja eigentlich auch schon mehr oder weniger. Kamen nämlich aus dieser Höhle da raus. Hier haben wir aber sonst nichts vergessen. Hier hoch geht's wieder zum Mac. Ach nee, hier geht's gar nicht zum Mac. Ach doch, hier geht's zum Mac. Fahren hier rum und dann wäre man wieder da. Oder halt hier. Aber wir wollen erstmal hier unten weiter erforschen, was hier noch so geht. Aua! Aua! Hör doch auf! Patty, mach mal was! Gut. Wir erkunden jetzt einfach hier dieses Riff oder was auch immer es ist. Überflutete Gebiet. Und bringen alles um, was wir hier finden. Außerdem haben wir hier noch einen Schatz. Das müsste der sein, den wir bei Alvarez gefunden hatten. Also die Schatzkarte dazu. Und gekauft hatten wir den auf dem Felsplateau. Ein linker Stiefel. Was macht der nochmal? Sammlung. Ein linker Stiefel. Gerissenheit plus 1. Ach so. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt Gerissenheit ja schon auf Stufe 10. Nice. 105 Diebeskunst. Ich bin so ein Trottel. Ich habe vergessen, den Ring zu ändern. Jetzt haben wir einige Gegner wieder besiegt ohne die 5%. Na, ist egal. Hier wollte ich hin. 90 Silberzunge, 90 Diebeskunst. Schmutzige Tricks nur auf 55, aber das ist egal. Hauptsache. Hauptsache, wir haben das. Jetzt kriegen wir auch alles auf und alles geklaut und alles, was geht, kriegen wir jetzt. Ein Diamant. Gut. Dann wieder runter von diesem kleinen Plateau oder was auch immer es ist. Und weiter erkundet. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo hier überall dann Gegner auftauchen. Und hier geht das ja einfach nur in diesen kleinen Fluss über. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier rüberlaufen. Und dann da hinten den Hügel hoch. Also hier so.
Denn hier haben wir den nächsten Gargoyle. Jetzt hier mal so lang wie es geht und dann einfach geschossen. Natürlich fängt es jetzt an zu gewittern. Klar. Toll. Ach, Patty. Ein Glücksbringer, den haben wir schon. Und ein Gargoyle-Ei. Da machen wir mal als erstes die Sandteufel. Speichern wir und dann greifen wir den oder den an. Den. Ach Mann. Nicht du. So, wie viele Gargoyles sind es noch? Ich weiß schon nicht mehr. Ich passe nicht auf. Ah, da oben rennt noch einer rum auf jeden Fall. Okay, das werden alle gewesen sein. Ich kann nur hoffen, dass sich diese geflügelten Mistviecher nicht noch weiter verbreiten. Andernfalls haben wir ein echtes Problem am Hals. Und da haben wir auch das letzte Ei. Können wir noch ein paar Meter hier lang laufen. Aber ich glaube, sehr weit ist es jetzt nicht mehr. Weil hier waren wir dann schon. Ja, genau. Nein, Maki-Beere. Ja, und dann gehen wir einfach auf die andere Seite. Zu Eldrick zurück. Und sagen dem, dass wir alles gemacht haben, was er wollte. Die Gargoyles auf dieser Insel sind erledigt. Bist du dir sicher? Ich denke schon. Die Biester riecht man ja schon auf 1000 Fuß. Gut gemacht. Hier, ich habe 5 Gargoyle-Eier gefunden. Ja, das habe ich erwartet. Gute Arbeit. Damit ist diese Insel von der unheilvollen Brut befreit. Ich schätze, damit ist diese Insel sauber. Ja, aber unsere eigentliche Aufgabe erwartet uns noch. Der Lufttempel. Viele Hinweise auf seinen genauen Standort habe ich in den alten Schriften nicht gefunden. Aber es gibt viele Geschichten, die davon berichten. Erzähl mir davon. Der Lufttempel soll sich auf einer Insel befinden. Seefahrer, die sie einmal gesehen haben wollen, berichten von fürchterlichen Stürmen und Unwettern. Das ist nichts Ungewöhnliches.
Jedoch war da die Rede von magischen Stürmen, die wie von Geisterhand einem denkenden Wesen zu gehorchen scheinen. Vielleicht kann Patty, mein Steuermann, etwas damit anfangen. Dein Steuermann? Du hast ein Schiff? Ich bin jetzt Pirat, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Das erklärt einiges, zum Beispiel deine seltsame Kleidung. Also gut, sag mir, wo ich dein Schiff finde. Es liegt im Hafen vor Anker. Dann werde ich keine weitere Zeit verschwenden und mich dorthin begeben. Willkommen an Bord. Es ist mir eine Ehre, mein Freund. Na toll, noch ein Maul zu stopfen. Hoffentlich ist sich der feine Herr Druide nicht zu schade, auch mal die Planken zu schrubben. Hast du schon mal die Planken geschrubbt, Patty? Hast du? 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 Tja, jetzt steht sie im Fluss und hat nasse Schuhe. Gut, dann gehen wir in die Hafenstadt zurück. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich auch. Und gehen hier mal zu, wie heißt der nochmal? Bill? Ei. Nee, Rick. Wer ist denn Bill? Egal. Irgendwann verrecken wir an Skorbut. Bestimmt. Aber jetzt ist erstmal die Folge zu Ende. An Skorbut verrecken können wir noch in der nächsten Folge oder so. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like da und ein jetzt Abo. Eine schöne Buddel voll rum. Eine Buddel voll rum könnt ihr selber trinken. Und dann, wobei lasst das lieber. Und dann schreibt mir noch ganz viele nette Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Meine Mutter gehört. Das solltet ihr immer tun. Ciao.